So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Data Packs. Ich muss erstmal aussortieren. Also was heißt sortieren? Ich muss ausräumen. Sehr viel mehr ist das ja nicht. Mit sortieren hat das Ganze hier auf jeden Fall noch gar nichts zu tun. Wir haben so unfassbar viel Quarz und ich habe keine Ahnung, was wir jemals damit anfangen sollen. Okay, so kriegt man den ganzen Scheiß da also raus. Interessant. Ich überlege gerade. Warte mal. Ich glaube, es macht Sinn. Wir sollten dringend wenigstens mal ein bisschen was sortieren. Da mache ich zum Beispiel eine Doppelkiste nur für, ja, so Mob-Drops. Dann hole ich mir hier alles, was Mob-Drops sind, überall mal raus. Leder gehört da auch dazu, Fäden, das hier, das Gammelfleisch. Leder, Knochenmehl irgendwie ja auch. Das war's ja eigentlich auch schon. Das hier, Wolle. Achso, ich bin voll. Gammelfleisch, Knochenmehl, Fäden, Leder kommt hier runter. Dann. Die Feuerkugeln kriegen wir regulär, glaube ich, von den Gas. Also würde ich die auch hier mit einsortieren. Die Gas, die Glasflasche ist halt eigentlich nur Müll. Sonst nichts. Holz kommt hier rein. Die Stöckchen packe ich jetzt vorübergehend auch hier mit rein. Stöckchen, die Wolle. Stöckchen. Wolle. Cheesepulver, Knochen, Phantomhaut. Warte, den anderen Scheiß einmal einfach kurz wegschmeißen. Das. Und schon wieder voll. Knochen hier, Phantomhaut, Schießpulver. Könnten wir eigentlich jetzt auch in die Schießpulverfarm packen. Den Fisch behalten wir aktuell. Dann mache ich hier eine Kiste für sämtliche Erze. Lapis. Eisen, Gold, Holzkohle kommt da auch mit rein. Jetzt muss ich mich kurz beeilen, wir müssen nämlich gleich schlafen. Nochmal Wolle. Das würde ich mir zu Erzen packen. Das würde ich mir zu Erzen packen. Kupfer definitiv. Ja, Quarz halt eigentlich auch. Auch wenn es scheiße ist. Das hier, das würde ich tauschen. Quarz packe ich mal in die unterste Reihe. Ich hoffe, dass da nicht mehr so viel zusammenkommt. Dann kommt das hier mit hin. Das so. Die würde ich hier mit dazu ziehen. Dann gehen wir mal schnell schlafen. Einmal ganz schnell. Das. Amethystblock packe ich dann nicht mit rein. Die Wolle mit hier runter. Werden wir im Leben niemals so viel brauchen.
So, nochmal Knochenmehl. Die Feder kommt dann auch mit hier runter. Das Wasser tauschen wir mal ganz kurz. Sonst wäre es das hier. Dias, noch mehr Redstone. Wir können ja da jederzeit auch Blöcke draus machen. Noch mehr Kupfer. Vor allem haben wir dann auch endlich mal einen Überblick, wie viel wir von dem ganzen Scheiß überhaupt haben. Den packe ich mal kurz mit zu unseren wertvollen Besitztümern. Wir haben schon wieder gar keinen Sound. Das hasse ich. So. Hier sollte eigentlich alles raus. Und zwar wirklich alles. Hier soll nur Knochenmehl rein. Weil das hier ist eigentlich gar keine Aufbewahrungskiste. Dann würde ich hier mal alles, was Essen betrifft, reinpacken. Die Kartoffel lasse ich jetzt noch, die werden wir noch brauchen. Aber hier auch die Gammelkartoffel betrifft ja auch Essen. Spinnenauge müssen wir noch woanders hinräumen. Weizenkörner, habe ich die hier raus? Nee, nehmen wir mit. Betrifft Essen. Die ganzen Suppen, das hier können wir aufräumen. So. Dann hier Kartoffeln. Goldene Karotte. Weizen. Das kommt da rein, die Pilze. Der Würpilz halt eigentlich nicht. Seltsame Suppen können wir hier mit reinpacken. Wer weiß, was sie bewirken. Hier bei den Spinnen kommen noch die Spinnenaugen dazu. Das ist Essen, das ist Essen, das, das. Tränke sehe ich da jetzt eher nicht. Hier, das ist Essen. Das sind Mobs. Wir haben so viel Scheiß, ne? Oh Gott, ich werde gefühlt niemals fertig. Nie im Leben. So, pass auf, hier machen wir so eine random Essensreihe. Das ist einfach rohes Essen. Äpfel kommt mit zu dem random Zeug. Das kommt hier. Die Kartoffeln. Wir könnten übrigens nur mal so am Rande, wir sollten auch mal wieder was ernten. Das ist der ganze Random-Scheiß, das packe ich hier mit dazu. Einfach nur, wenn wir es rein theoretisch, wenn wir wollen, essen könnten. Nicht das, was... Also nicht, dass ich es vorhätte. Ehrlich nicht. Aber wir könnten halt. So, das machen wir mal hier. Dann haben wir... Hier, ich möchte eigentlich, wenn ich das hier sehe, nie wieder Quarz holen. Ist hoffentlich klar. So. Das ist Essen. Das ist Holz. Wie sortiere ich das jetzt am besten? Pass auf, dann mach mal hier eine Ausrüstungskiste. Da kann das hier zum Beispiel rein. Das, 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 das. Das hier. Das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier.
würde ich ehrlicherweise nicht mal großartig sortieren. Weil die Kiste an sich auch nicht so groß ist. Irgendwo hat man, glaube ich, auch noch zwei Schilder. Beziehungsweise zwei Schilde. Das Laub gehört eigentlich mit zu dem Holzzeug. Das gehört hier mit rein. Oh, Mizi. Die Spektralpfeile. Weiß ich sowieso nicht mehr. Die beiden Schilde. So, dann haben wir das. Dann mache ich hier einfach einmal komplett leer. Und versuche da... Bruchstein, ja. Diorit. Andesit. Normaler Stein. Tuffstein, ja. Amethyst würde ich auch eher hier mitziehen. Ob sie den jetzt nicht unbedingt, dann würde ich hier vielleicht wirklich so eine Netherkiste machen. Das gehört in die Holzkiste. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Erde. Moos mache ich damit hin. Bruchstein, Bruchstein, Schwarzstein. Ja, Schwarzstein ist schwierig. Schwarzstein ist eigentlich auch eher hier. Das kann hier raus. So, Erde. Bruchstein, 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 Bruchstein. Taff, Bruchtiefenschiefer. Tiefenschiefer, Kies, das ist Overworld. Overworld, Overworld. Over, over. Achso, das ist der normale. Ja. Eklig. Kies haben wir, glaube ich, auch gar nicht so wenig. Kalzit. Die Erde. Das kommt hier mit rein. Hier würde ich mich ganz gern so diese Sonderdinger reinballern. Betten und. Karten, also eigentlich alles, was sich irgendwo nicht richtig einsortieren lässt, sollte dann am Schluss hier rein. Meiner Meinung nach. Teppiche zum Beispiel, auch Papier ist in Ordnung. Teppich. Laternen. Das war's, die Teppiche mache ich mal hier rüber. Holzkiste, Holzkiste, das kann ich hier mit hoch. Die Schatzkarten. Tränke würde ich hier gerne mit reinmachen, genau. Einmal. Die Zauberbücher könnten wir rein theoretisch auch hier mit reinpacken. So, das ist ein Netherzeug, das kommt hier sowieso raus. Das würde auch noch rauskommen. Ich habe viel zu wenig Platz. Das kommt hier mit rein, das kommt hier mit rein. Gerüste würden tatsächlich eigentlich auch eher mit hier hoch gehören. Glas. Ja, Glas ist so eine Sache. Ich versuch's mal mitzunehmen. Bündel würde ich gegebenenfalls sogar eigentlich mal momentan im Inventar lassen. So, Bruchtiefenschiefer. Basalt, nein, nein. Sand kommt zur Erde, zum Sand kommt Glas. Hier haben wir noch ein bisschen Erde. Was mache ich hier mit hin? Das mache ich hier mit hin. Und die Nachbarn klopfen wieder. Und meine Kleine macht gerade Mittagsschlaf. Super. Ich hasse es.
Das ist wirklich jedes Mal perfektes Timing, was die an den Tag legen. Das haben wir. Das ist eigentlich jetzt alles nieder. Das kommt raus, und zwar alles. Stattdessen Niederzeug hier rein. Nein. Seelensand können wir mal hier hin, zusammen mit der Seelenerde. Obsidian, weinender Obsidian. Das ist alles Schwarzstein, Basalt mache ich hier rüber. Das ist auch nochmal Schwarzstein, dann können wir das hier. Die Zäune gehören nämlich definitiv auch hier mit rein. Ist halt schön, dass das beim Holz trotzdem irgendwie so ein bisschen umsortiert ist. Und es ist auch schön, dass wir gefühlt die komplette Folge nur sortieren. Aber es muss halt irgendwann, musste das mal passieren. Das würde ich hier mit hoch machen. Zu den Gerüstblöcken kommen gleich einige dazu. Loren. Zu den Loren passen thematisch die Boote relativ gut mit dazu. Hier oben haben wir die Arbeitsblöcke. So. Mit dem Prismarin weiß ich halt gar nichts anzufangen, ne? Und ich glaube, ich muss jetzt sowieso die Aufnahme unterbrechen. Glaube ich. Ich warte mal noch kurz ab. Ich habe gerade ein Auge auf dem Babyfon und ich glaube, dass ich lang genug Glück hatte. Aber ist okay. Wir haben ja trotzdem einige sortiert. Ja gut, den scheiß Wirbel sehen wir jetzt obviously nicht mal brauchen. Das passt. Die Fackeln können wir uns mit ins Inventar legen. Die Schere brauchen wir unterwegs nicht. Dann ist aber eigentlich soweit alles fertig, oder? Die Bögen müssen wir irgendwie noch kombinieren. Da würde ich nämlich rein theoretisch erstmal schauen, dass wir... Okay, können wir auch noch nicht, passt schon. Da brauchen wir halt unfassbar viele Level. Hier tausche ich erstmal aus. Ich habe jetzt gerade nicht vor, in den Nether zu gehen. Da brauche ich die Goldschuhe eigentlich nicht. Dann sind wir momentan erstmal durch mit dem Sortieren. Ich will mir nur schnell ein paar neue Pfeile kaufen. Da haben wir nämlich nicht mehr viele. Und dann müssen wir uns was überlegen, wie wir... wie wir an Enderperlen kommen. Wir haben halt hier relativ selten Enderman. Dann würde ich hier gerne die Gerüstblöcke abbauen. Unten würde ich sie dann vielleicht wieder mal hinmachen und ein paar Türen setzen, dass wir in die Etagen kommen, weil ich muss jetzt schon ab und an mal die Katzen etwas neu positionieren. Ich weiß auch gar nicht, warum die immer da hin und her geschoben werden. So. Da hoch kommen wir inzwischen sehr viel bequemer. Aua. Einmal kurz außen rumschauen, ob da was runtergeflogen ist, aber ich glaube, nee. Dann können wir die Gerüstblöcke nämlich auch schon wieder aufräumen. Das war hier oben. Noch mehr Gerüstblöcke. Aber ich bin gerade richtig froh, dass hier zumindest vorübergehend, mal kurzfristig, ein bisschen Ordnung herrscht. Das ist sehr, sehr angenehm.
Ein Diamantschwert würde ich uns gerne noch gönnen. Einfach nur das, was wir haben. So. Und jetzt hängt es halt eigentlich wirklich nur an Enderperlen. Das heißt, eigentlich müsste ich Gold farmen. Oder halt hier irgendwie rumschauen, dass wir da was bekommen. Ein paar Äpfel könnten wir ernten. Wir könnten generell uns mal wieder um Holznachschub kümmern, aber da habe ich gerade gar keine Lust drauf. Wenn wir jetzt ein Schwert mit Plünderung hätten, würden wir vermutlich auch nochmal mehr Enderperlen bekommen. Kann man? Ich habe dieses Markt jetzt nicht mit. Ich überlege gerade, konnte man nicht bei den Clerics rein theoretisch Enderperlen kaufen? Mir war irgendwie so, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Und wenn, müssten wir den halt auch erst hochtraden. Was nicht so einfach ist, weil wir, glaube ich, für ihn nicht wirklich was haben aktuell. Moin! Wir könnten Redstone kaufen, wir könnten Gammelfleisch verkaufen. Aber im Endeffekt das nur auf gut Glück. Ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Dann probieren wir das mal aus. Ich meine, im Zweifelsfall können wir, wenn wir den auf den Meisterstand bringen, können wir zumindest XP-Flaschen bei ihm kaufen. Nutzen wir zwar auch nicht, aber hey, dann war es nicht ganz umsonst. So. Dann hole ich jetzt einfach das ganze Gammelfleisch mit. Und ein paar Smaragde. Sollte auf jeden Fall reichen. Minimum, um den mal aufzuleveln. Ja, okay, das kann ich mir sparen. Das wird nichts. Smaragde bekommen wir relativ schnell neue. Das ist auch nicht so schlimm. So. Schon praktisch, dass das Dorf trotzdem noch so nah dran ist. Ich war gerade an der Kaffeetasse, ich sollte vielleicht gucken, wo ich hinlaufe. Dim, dim. Und ich meine, wenn wir mit ihm handeln, immerhin kriegen wir ein paar Level, die wir dann sehr, sehr gut für unseren Bogen nutzen können. Oder eventuell auch für ein Schwert. Ich meine, gut, das wird jetzt sowieso wieder definitiv die letzte Folge gerade in der Aufnahme. Ich stelle mich danach einfach wieder AFK an die Angelfarm und Level halt auf. Dann würde ich die Bögen zwischendurch AFK vermutlich schon mal verknüpfen und gegebenenfalls schon mal irgendeine Verzauberung auf die Rüstung und aufs Schwert knallen. Völlig random. Einfach nur das, dass es gemacht ist. So, zeig mal her, was kriegst du dazu? Wir können Lapis kaufen. Oder Gold verkaufen. Gold verkaufen möchte ich nicht. Lapis nehme ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber mit. Bleib hier. Lauf nicht weg. Wir könnten... Ja, brauche ich halt eigentlich auch nicht. Ich habe das Gefühl, der will mich einfach nur pleite machen. Der Drecksack. Okay. Das ist praktisch. Dann würde ich gleich wiederkommen. Wir traden ein paar Stöckchen. Oh, beziehungsweise wir traden Fäden. Den Rest sortiere ich mal schnell aus. Dann holen wir uns einfach so viele Enderperlen, wie wir können. Und werden dann definitiv in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme auch, uns Richtung Ende begeben.
Ich brauche nämlich unter anderem ein Enderauge noch für den Waystone für Deneta. Den können wir auch gleich machen. Dann tauschen wir die aus, dann haben wir unseren Reise-Waystone nämlich wieder. Den würde ich nämlich dann ganz gerne in die Festung setzen, vorübergehend. Und ja, eigentlich ist dann wirklich alles perfekt. Wo kommt denn das Potzol eigentlich her? Das ergibt gar keinen Sinn. Das. Leuchtstein. Ja, Leuchtstein ist jetzt so eine Sache, aber eigentlich einfach nieder. Das behalten wir. Ich hole schon mal Fäden. Ich glaube, hier müssen wir auch erstmal wieder anschmeißen. Ja, so nicht. Hoch die Schere. Sekunde. Weil der Duper dürfte inzwischen wieder relativ leer sein. Okay. Logisch. Klappen das jetzt nicht? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Was ich auch komisch finde, mal droppt er beide, mal nur einen. Das macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Geht der nicht mehr? Das wäre halt maximal beschissen. Ich bin da ein bisschen drauf angewiesen. Ja, so nicht, das ist schon klar. Ich raff's nicht. Der hat so gut funktioniert. Und das die ganze Zeit. Ja, ist mir jetzt egal. Ich habe gerade anderes zu tun. Wie zum Beispiel Dorfbewohner in ihrem Schlaf zu stören. So. Dann wecken wir dich auf. Ich glaube, 4 Smaragde regulär pro Enderauge und 3 jetzt im Angebot. Also sollte das jetzt Minimum für 11 Stück reichen. Das allein ist schon ziemlich gut. Also wir sollten auf jeden Fall mehr als genug bekommen. Ich warte jetzt auch gar nicht ab, bis ihr eure Trades erneuert. Ich gönne mir jetzt einfach nur. Einmal ganz schnell gönnen, Yamin.
Tagchen, hallo. Ein Glück interessieren die mich nicht. Die sind mir, ehrlich gesagt, einfach vollkommen egal. Hallo, Creepy. Ich möchte einfach nur noch ganz schnell die Enderperlen, damit ich ganz schnell die Wayzone noch austauschen kann, weil das würde ich sonst vergessen. Und einfach nur, dass ich Enderaugen im Inventar habe. Dann weiß ich nämlich in der nächsten Aufnahme auch, was ich machen wollte. Ich bin sehr, sehr vergesslich geworden. Spätestens jetzt, ich hatte, während ich gerade aufnehme, ich hatte gestern Geburtstag. Vorgestern war Geburt, also momentan sowieso absolutes drunter und drüber hier. Oh, 12 Stück, ich hätte gern eigentlich noch ein bisschen mehr. Kannst du mal arbeiten gehen? Kollege? Kollege, geh mal arbeiten. Das muss ich noch abwarten. Du musst arbeiten, ich brauche mehr. Ich kann mir noch 5 Stück gönnen. Und die 5 möchte ich auch. Weil im Endeffekt habe ich dann sowieso bloß 4 Stück plus für den Weg. Danach ist mir auch alles egal. Los, geh mal lochen. Och, ich hasse euch. Habe ich hier eigentlich... Ich habe hier bestimmt alles gelootet, oder? Genau, geh mal in deine Kirche. An deinen Braustand. Und dann gönnst du mir nochmal ein paar Perlen. Bist du gefangen? Trottel. Komm schon. Komm schon. Ich hab dich nicht umsonst gelevelt. Arbeite. Die Tür hinter mir ist zu. Niemand kriegt mit, was ich hier mit dir mache. Wenn ich's mache. Wenn du lieb bist, mache ich gar nichts. Ne? Ich bin kein Arschloch. Also, nicht grundsätzlich. Aber ich kann zum Arschloch werden. Dankeschön. So, tschüss. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Man sieht sich. Tschüss. Ihr könnt, glaube ich, auch gerade die Bögen miteinander kombinieren. Oder? Mir ist zumindest so. Ich habe bloß die Befürchtung, dass es danach eben, wie gesagt, nicht mehr ausreicht. Also, dass wir wieder eine Meldung bekommen, es ist zu teuer, dass wir alle 3 zusammen bekommen. Das wäre, ja, schon irgendwie schade. So, pass auf, alles umwandeln zu Enderaugen. Im Idealfall nehme ich ins Ende auch noch Obsidian mit. Einfach nur, dass wir eine Ender-Chest haben, wo ich wichtige Sachen reinmachen kann, dass wir rein theoretisch jederzeit da wieder rankommen. Selbst wenn die zerstört wird, wäre nicht so schlimm. Ja, einmal komplett. Ah, 16. Das ist ärgerlich. So, das brauchen wir. Dann... Davon brauche ich noch ein bisschen mehr. Warum wird das hier nicht mehr angezeigt? So, dann haben wir den Leitstein. Bruchtiefenschiefer. 1, 2, 3. 1, 2, das müsste es sein. Okay. Den müssten wir rein theoretisch noch umbenennen. Blade. Blaze Farm. Dann tausche ich die ganz, ganz kurz aus.
Den werden wir dann später bloß einmal umsetzen. Nämlich wirklich in die Blaze Farm rein. Dann verkaufe ich nochmal ganz kurz die Fäden für die Level. Morgen, hallo. So. Und natürlich auch wieder, dass wir ein bisschen Geld auf Tasche haben. Aktuell sind wir nämlich ein bisschen pleite wieder. So. Soll mir reichen. Man sieht sich. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Tschüllü. Die Fäden räumen wir gleich auf. Das hier räumen wir gleich auf. Ein bisschen Blaze müssen wir noch killen, dass wir den hier wenigstens noch mitbekommen. Das machen wir aber auch in der nächsten Aufnahme. Ich wollte einmal ganz kurz hier gucken. 25. 27. Ich bin mir fast sicher, das wird einfach zu teuer. Stimmt's? Okay, nee, wird noch gehen. Level 27 und dann ist der eigentlich meiner Meinung nach ziemlich OP. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle mich AFK, wir angeln da oben ein bisschen. Und wenn wir uns wiedersehen, ist der Bogen ziemlich sicher fertig. Und in der nächsten Folge werden wir uns hoffentlich aufmachen in neue Gefilde. Gegebenenfalls nehmen wir noch ein paar Enderaugen auf Sicherheit mit. Also nicht nur gegebenenfalls, da bin ich sogar ziemlich sicher. Und ja, bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.